Ja, hallo, der Michi hier von Mika News. Heute geht es mal um ein Profi-RC von Carrera, und zwar das Speed Ray Boat. 2,4 GHz, Fernsteuerung ist mit bei, also ganz normaler Sender ist bei. Das kleine Speedboot bringt 25 km pro Stunde, ist für Kids ab 14 Jahre, sowas wie hier, bloß das ist kein Speedboot. Das ist ein eher so ein Multitalent-Amphibienfahrzeug, aber hier geht es jetzt um dieses Speedboot. Maßstab 1:18, 45 cm lang. Ihr seht das Design gelb-schwarz gehalten. Ihr habt hier ein Ladegerät bei, ihr habt das Boot bei, ihr habt eine Ladezeit von ca. 80 Minuten und könnt damit 10 Minuten ungefähr fahren oder beziehungsweise durchs Wasser fegen. Ab 14 Jahre, also 14 plus, geeignet. Fernsteuerung hatte ich gesagt, ist bei. Ich muss mal gucken, was noch mit bei ist, ob ihr vielleicht Batterien braucht oder nicht, um damit zu fahren. Also im Prinzip übers Wasser zu gehen. Ihr habt einen 6,4 Volt 1300 mAh Akku drin. Ladegerät, das zeige ich euch. Ja, ich würde sagen, da gucken wir einfach mal rein. Hier hinten auf der Rückseite inklusive 2 AA Batterien. Auf der Rückseite ist eine kleine Beschreibung zu finden. Also was jetzt hierbei ist, was das Ganze kann. Dann haben wir hier den 2,4 GHz Pistolensender. Hier sind noch mal ein paar Hinweise dazu. 14 plus unter anderem geeignet. In verschiedenen Sprachen, auch sehr wichtig zu wissen, also nicht nur in Deutsch. Ihr habt hier nahezu alle Sprachen, die in der EU möglich sind. Digital proportional 360 Grad. Stufenlos fahren und lenken als Sender. Ja, praktischer Tragegriff. Hier an der Seite seht ihr es nochmal. Ladegerät und der Akku bzw. die 2 AA Batterien. Ich würde sagen, packen wir es mal aus, das Ganze. Was hier wirklich drin steckt. Und das sehen wir schon. Das Boot. Ich tue die Verpackung mal kurz weg. Auf der Rückseite. So, auf der Rückseite haben wir Kleinteile und ich denke mal, hier wird der Sender verpackt sein. Mit einem Kabelbinder ist das kleine Speedboot oder Speed Ray, wie sie es nennt, hier befestigt. Hier als Hintergrund, ja, cool, mit Wasser. Also nicht echtes Wasser, aber zumindest Wasser als Bild. Passt sehr gut. Na, sieht natürlich optisch ganz schick aus. Dann haben wir hinten, ich fange mal hinten an, stelle es mal hier zur Seite. Hab hier eine Zufriedenheitsgarantie. Wenn Sie zufrieden sind, einfach eine E-Mail schreiben. Freuen Sie sich auch drüber. So, das werde ich mal abmachen, weil das werde ich sicher brauchen. Ich nehme da gerne ein Cuttermesser. So. So. Dann schauen wir hier rein. Was verbirgt sich hier dahinter? Hier sehen wir schon mal die 2 AA Batterien. Vorsichtig aufmachen, nicht beschädigen. So, die kommen mit Sicherheit in das Modell rein, beziehungsweise in den Sender. Carrera RC. Hier. So, Papierchen weg. Dann machen wir hier noch die Verpackung auf. Denkt dran, nicht schneiden. Geht natürlich auch mit einer Schere ab. Also ihr müsst jetzt nicht wie ich hier ein Hobbymesser nehmen. Geht zur Not auch mit einer Schere. Dann haben wir hier den Sender, ganz normaler Plastiksender. Über das Design kann man streiten. Man hätte es vielleicht auch ja in dem Gelb schwarz machen können. Silber ist natürlich ziemlich zeitlos als Optik, finde ich ganz cool. Ist halt reine Geschmackssache.
So, was gibt es hier für Möglichkeiten? Wir haben hier den ein Ausschalter, unten ist aus und oben ist an. On, off steht hier dran. Dann haben wir hier, das ist nichts, ein Lenkrad, Schaumstoff ummantelt. Von der Hand größer, also ihr seht, ich habe ja relativ kleine Hände, sollte für ab 14-Jährige funktionieren. Man kommt auch relativ gut dran. Hier haben wir nochmal zum besseren Halt so ein paar Rippen drin. Und ja, hier oben muss ich mal gucken, was das hier ist für ein Schalter. Werden wir dann in der Anleitung sicher sehen. Und hier haben wir rechts-links Trimmung. Kann man drehen, also kann man quasi dann trimmen, das Brot, denke ich zumindest mal, ohne gelesen zu haben. Hier die Entfernung könnte ich mir ein bisschen kleiner vorstellen. Wenn man kleinere Hände hat, könnte es schon ein bisschen eng werden. Hätte man es etwas kürzer oder etwas enger machen können, also vom Design her. Aber gut, sollte passen. Ja, ich würde sagen, das war jetzt hier der Sender. Ach, hier haben wir noch einen Knopf. Mal sehen, für was der ist. Ich würde sagen, Blick in die Anleitung hilft da auch ganz gut weiter. Mehr verbirgt sich hier in der Verpackung nicht. Also zumindest in dem Stück. Dann nehmen wir hier mal das Bike. Also nicht das Bike, wir nehmen einmal den Rest raus. Hier hinten an der Stelle der Akku. Und zwar, ich hatte es gesagt, ich habe es glaube ich schon erwähnt, stand ja drauf. Soll nochmal lesen. Ah, hier steht jetzt keine Daten drauf, also muss man nochmal drauf. Hier haben wir übrigens einen Dienst-T-Stecker, kann man über ganz normale Ladegeräte, wenn jemand schon RC fährt, hat vielleicht ein passendes Ladegerät, kann man auch darüber laden mit so einem Automatiklader. Ansonsten über diesen Balancer-Stecker lässt sich das laden mit dem beiliegenden Ladegerät. Das sollte sich hier auch drin befinden. Und zwar hier ganz unten. Findet sich hier unten drin, also auch vorsichtig rausnehmen, alles hier schön verklebt. So, hier auf der Seite auch. Hätte man vielleicht woanders machen können, um diesen ganzen Plastikmüll hier wegzuhaben. So, aber gut, so kann man das natürlich auch immer schön verpacken. Ganz normales USB-Ladegerät, einfach in euren Netzstecker von eurem Handy reinstecken, in diesen Ladeadapter und schon mit dem Stromnetz verbinden. Hier rüber ganz normal verpolungssicher, wird hier einfach nur zusammengesteckt und schon ist fertig. Und dann könnt ihr über so ein Netzteil vom Ladegerät zum Beispiel den Akku laden, wenn ihr nicht dafür ein passendes habt. Aber das ist bei, das könnt ihr nutzen. Bis zu 80 Minuten rote LED fängt dann an zu blinken und ja, und dann circa 80 Minuten ist das Ding voll. Was haben wir hier? Hier würde ich sagen, das war hier auch alles, was jetzt hier an der Seite verbunden ist. Würde ich sagen, wir haben hier unseren schönen Ständer. Also sprich, das Boot würde ja zur Seite wegkippen. Wenn ihr es auf dem Tisch, auf eine Vitrine stellt oder ähnliches. Und damit habt ihr jetzt hier die Möglichkeit. Ich würde sagen, das ist quasi selbstredend. Mal gucken. Hier haben wir die Möglichkeit, Aufkleber drauf zu machen, beziehungsweise hier ist ein Aufkleber. Den natürlich nach außen. Dann stecken wir das einfach hier zusammen. Völlig simpel und einfach. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Klar, Carrera RC sollte schon nach außen zeigen, ansonsten würdet ihr es nicht sehen und das wollen wir ja schon. So, auf der anderen Seite genauso, hier bei dem Teil würde ich jetzt hier noch den Spritzguss hier unten abmachen, so, damit das etwas sauber aussieht. So, da macht sich ein Hobbymesser ganz gut, so, dass der dann weg ist, so, und dann ganz normal von unten reingesteckt. Der Halter, so, dass der richtig drin ist, so, ja, und schon haben wir unseren Bootsständer fertig. Ja, was noch fehlt, ihr seht's, wir haben noch kein Boot. Das Boot ist mit Kabelbindern festgemacht,
Dann nehme ich einen Seitenschneider oder sowas in der Richtung, um hier den Kabelbinder kaputt zu machen. Man kann auch eine Schere nehmen, das geht auch. Aber eine Zange macht sich da wirklich besser, beziehungsweise ein Seitenschneider ist da wesentlich besser geeignet dafür. Hier oben, ja, schön nochmal geschützt mit so einem Schaumstoff, dass das Brot nicht beschädigt wird beim Transport. Kann weg, kann auch weg. Ja, das ist einmal ringsrum sogar gemacht. Das können wir hier durchsägen. Ja, wer es will, kann natürlich das auch nutzen, um das Boot im Prinzip immer wieder hinzustellen. Oder man stellt es halt ganz praktisch. Ja, zeige ich euch gleich, aber ich will jetzt erstmal hier das abmachen. So. Oder man stellt es halt einfach ganz simpel hier rauf. Hier oben, muss ich noch sehen, aber so kann man es zumindest hier hinstellen. Das ist hier das Speedboot, wassergekühlter Motor, also wird hier wassergekühlt, steht zumindest da, um den Motor quasi auf konstanter Temperatur zu halten. Dann haben wir hier die Propellerwelle mit dem Propeller hinten dran, also mit der Schiffsschraube würde man jetzt sagen. Hier hinten haben wir das Ruder, Ruder wird angelenkt hier durch diese Stange, ist dahinter ein Servo verbogen, alles wasserdicht verpackt. Design, ihr seht's, schwarz-gelb mit silbernen Linien. So sieht das Ganze von unten aus. Alles schön dicht gemacht. Hier haben wir den Sensor drin, müsste eigentlich dann erkennen, dass das Boot im Wasser liegt. Das heißt, wenn es nicht im Wasser ist, dann sollte es auch nicht funktionieren. Zumindest war das bis jetzt bei allen Booten, die ich bis jetzt hatte, so. So, wenn wir jetzt hier aufmachen. Was wir noch nicht gesehen haben, war die Anleitung. Nein, die könnte hier jetzt dahinter sein. Hier seht ihr den Motor mit der Wasserkühlung. An dem Motor sind hier so eine Rippen drin, beziehungsweise so Umschlingungen mit zwei Wasserschläuchen. Und da läuft das Wasser dann quasi durch und hat praktisch dann diese Kühlung. Dann sieht man hier nochmal, wenn man hier sieht, hier haben wir den Dienst-T-Stecker zum Anstecken des Akkus. Und daneben ist ein Ausschalter, um das Boot ein- und auszuschalten. Also, das solltet ihr nicht vergessen. Ja, ganz simpel und einfach gehalten. Die Kabel sind hier teilweise mit, ja, ich würde sagen, mit Heißkleber festgemacht, damit in die Elektronikbox kein Wasser eindringen kann. Sollte da mal undicht sein. So, Blick hier drauf. Attention vor Gebrauch lesen. Klar, eins ist logisch. Zuerst das Boot einschalten. Also nicht zuerst einschalten. Zuerst hier den Sender einschalten. Dann das Boot einschalten. Und dann geht es los. Anleitung auch in verschiedenen Sprachen. Und gucken wir mal. Ah, Controller muss ausgeschaltet sein. Verbinden Sie das Modell Steckverbindung. Setzen Sie das Boot ins Wasser. Schalten Sie den Controller ein, bis der rhythmisch klingt. Also, wie gesagt, muss im Water sein. So, ich würde sagen, ich brauche jetzt meinen Schraubendreher. Das solltet ihr auf jeden Fall bei haben oder überhaupt zur Hand haben, im Griff parat. Ist jetzt hier nicht mit im Set drin. Ein Schraubendreher, damit hier unten die Schraube abmachen, also beziehungsweise lose drehen, damit wir hier unten das Akkufach lösen können. Akkufach beziehungsweise Batteriefach. Ich setze hier diese Batterien ein. So. Und dann wird das hier einfach nur eingeschoben. So, wenn ihr das drin habt, so reinklicken, Schraube ran. Und das Ganze festziehen. So. Schon haben wir fertig. Einschalten. LED blinkt. Zuvor gebe ich euch den Tipp, ladet erstmal euren Akku.
kann ihn hier jetzt mal reinstecken, aber das sollte eigentlich jetzt nicht passieren, oder? Beziehungsweise, wir werden mal sehen, vielleicht passiert ja doch was. Anders, wie ich vielleicht dachte. Weil normalerweise, wie gesagt, am besten, oder es sollte im Wasser sein. Ja, Verpolung sicher. Den könnt ihr nicht falsch rum anschließen, den Akku. Also von der Seite her braucht ihr euch keinen Kopf machen. Dann nehme ich hier und schalte das Modell ein. Das sollte, wie ihr seht, nichts passieren. Das muss ich wirklich im Wasser machen. Der Akku, wenn ihr den geladen habt, den kann man hier einfach nur in die Halterung reinschieben. Also nichts Großes. Hier reinschieben, Kabel schön verlegen. Also hier, dass hier nichts klemmt. So, auch nicht, dass es zu sehr geknickt wird. Und wenn ihr das habt, ganz normal, die Abdeckung wird hier vorne eingehakt. Hier vorne ist ein kleines Löchlein. Also so ein Vierkantloch. Vierkantloch. Ein Vierkant. Dort wird das schwarze Hebelchen reingesetzt. So. Und nach vorne geschoben und dann einfach nur nach unten gedrückt und hier oben der Hebel genau in die Richtung gesetzt und schon ist es verpackt. Beziehungsweise ist der Akku sicher verstaut. Und schon kann es losgehen. Ja, das war mal eine kurze Vorstellung des Speedray von Carrera RC. Ein Test, der folgt später. Danke fürs Zuschauen. Noch zum guten Schluss habe ich doch noch gefunden. Und zwar verborgen da hinten im Karton die Bedienungsanleitung. Also auf jeden Fall schaut genau in den Karton rein. Hatte ich jetzt, als ich dann beendet habe das Video, hatte ich das erst gesehen. So, was gibt es hier dazu? Die Anleitung. Hier nochmal eine Schnellanleitung über die ganzen Funktionen des Modells. Slow, langsam, dann quasi hier mit dem Laden, wie das Ganze funktioniert, was ihr dafür nehmen könnt, wie das zusammengesteckt wird, wie der Akku montiert wird. Niemals in die Schiffsschraube greifen, ganz klar, ganz logisch. Dann habt ihr hier gerade Auslauf, dann hatte ich ja gesagt, über den Sender einstellen, rechts, links, ganz klar. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich jetzt nicht viel zu beachten an dem ganzen Modell. War alles quasi Click and Play oder Plug and Play zu erkennen. Anleitung, ja, sehr hilfreich. Vor allen Dingen auch die wichtigsten Sachen erklärt. Wie der Akku eingebaut wird, wie die ganze Fernsteuerung funktioniert. Dann haben wir hier noch ein Hinweisblatt. Gibt natürlich viele Teile als Ersatz. Also sei es euch ans Herz gelegt, falls ihr mal rausgeht, also nicht, ja, müsst ihr mehr oder weniger ein Stückchen fahren, um mit dem Modell zu fahren, dann kann ich euch nur ans Herz legen, holt euch einen zweiten oder dritten Akku als Ersatz. Nichts ist unglücklicher, wenn man unterwegs ist, fährt und man hat keinen Akku. Oder ihr nutzt eine Powerbank und ladet über eine Powerbank den Akku auf. Das sollte auch funktionieren. Garantie, ja, habt ihr auch ein Beiblatt dazu, falls doch mal irgendwas sein sollte. Hier haben wir noch eine Montage und Bedienungsanleitung. In mehreren Sprachen ist das Wichtigste erklärt, aber das meiste habt ihr ja schon gesehen, hat ja hier Plug and Play funktioniert. Also Akku laden, die zwei Batterien in den Sender reinmachen, die 80 Minuten warten, eventuell, falls der Akku komplett leer ist, aber eigentlich ist er nicht leer. Und dann kann es losgehen. Und dann könnt ihr raus, am besten kleinen Fluss, vielleicht sogar an der See, könnt ihr mit dem Boot fahren. Ihr braucht da nichts Großes, weil mit 25 km/h habt ihr natürlich kein super Speedboot. Insofern sollte das sollte auch ein kleiner Teich vielleicht auch funktionieren. Am besten geht irgendwo ein Fluss oder wenn ihr eh baden geht, dann nutzt irgendwie die See. Ich bin gerne mal an der Ostsee, also dort werde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Speedway Reboot von Carrera.